Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sitzen heute alle mal im Auto. Wir gehen jetzt mal den Vormittag ganz ruhig an und sind jetzt mal nach Landeck in die Stadt gefahren. Ein bisschen mal bummeln, genau durch die Geschäfte durch und mal sehen, wie das Wetter heute Nachmittag, Mittag wird, ob es wieder so extrem heiß wird. Dann würden wir noch mal auf den Berg. Genau, wir nehmen euch mit. Ganz viel Spaß. In der Stadt ist ein Laden, nur mit Automaten. Hier kannst du alles aus dem Automaten ziehen. Stehen hier auch die Preise? Nee. Oh, nicht schlecht. Achso, das muss man da vorne eingeben. Hier gibt es das amerikanische Korn. Oh, und hier ist Mr. Beast Schokolade. Oh ja. Wo kann man denn eingeben? Kannst du mir ja. Ja, dann gehen wir wieder auf Mr. Beast Schokolade. Krass. Ja, natürlich, Schatz. Kostet das viel? Das weiß ich, hier gibt es auch Prime-Dosen, habt ihr gesehen? Ja. Also, wo kann man hier eingeben? Ich kann mir jetzt einfach so eine Box kaufen. Hab ich auch noch nicht gesehen. 7,90 Euro. Alles klar. Nicht schlecht. Die Rahmen, ne? Na dann komm, dann gehen wir weiter. Ich habe mich in diese Schuhe verliebt. Finde ich richtig schön. Wenn die nicht so teuer wären, würde ich sie mir mitnehmen. Die sind echt schön. Farbe und so auch. Findest du auch, Maxi? Ja. Sind nicht auf 20% oder so? Ja, aber trotzdem noch teuer. Die Jungs wollen mal hier zu Müller vielleicht ihr Urlaubsgeld ausgeben. Ansonsten ist das Örtchen, Städtchen gleich auch schon vorbei hier. Aber wir wollen dann noch mal weiterfahren. Ja. Aber kein Elefant. Kein Elefant? Sammy mag ja nur Elefanten. Ja, die Eltern von Sammy. Die Eltern von Sammy, genau. Kein Elefant, kein Geschenk für Sammy. Kein Elefant. Aber hier, ich bin doch die Oma. Ja. Mit Brille und Dutt. Aber weiße Haaren hast du nicht. Ich bin nur so weise. Und? Was gibt's hier alles? Mama. Gibt's hier was anderes als bei uns? Komm kurz mit, ich will dir was Cooles zeigen. Was Cooles zeigen. Wir hatten früher mal ein Spiel, das hieß Melone. Das war so ein Ball. Man musste an jeder Seite immer zwei so auseinanderziehen. Dann hast du immer den Ball dahin geschossen und dann der nächste hat ihn wieder angenommen. Das sagt mir irgendwas. Und das geht voll um die Arme, aber das finde ich total ein tolles das ist nicht so cool, so. Outdoor-Spiel. Das hatte ich als Kind. Und wenn dir sowas ähnliches hast du mal, das ist kaputt gegangen. Ich glaube, das hält nicht so lange. Huh? Wo hast du das her? 55. Gucken, wo der Marlon ist. Ich finde ja diese lustigen Socken immer voll cool. Froschsocken, Happy Socks. Die finde ich cool. Kirschen. Ach, da ist Marlon. Und? Hast du was gefunden? Ja, 200 Euro. Oh ja. Okay. Sobald wir nach Hause kommen, müssen wir auch die ganzen Schulsachen besorgen. Da gibt es einen großen Back-to-School-Hall. Oh je, da kraut es mir ja schon vor. Guck mal, hier ist ein Stift mit 1x1 drauf. Dem 1x1. Hä? Ist das so liegen oder was?
Maddie macht Pause. Oma ist zum Chibo rein. Wir legen uns in die Sonne. Wir sind jetzt auch in einem riesengroßen Laden. Da gibt es Spielsachen, aber auch Essen und Trinken unten. Werden wir nachher auch noch ein bisschen was einkaufen für heute Abend. Die Kiddies gucken hier jetzt noch ein bisschen rum. Und dann gehen wir weiter. Oh Gott. Entschuldigung, ich bin müde. So, wir haben jetzt eingekauft und haben uns ein Brötchen auf die Hand mitgenommen, haben jetzt ein bisschen was gegessen, denn wir haben schon 2 Uhr. Jetzt tanken wir noch, fahren nach Hause, ausladen und dann wollten wir eigentlich noch mal auf den Berg und vielleicht mal einen Kaiserschmarrn essen. Die hat eine leere Kaugummidose. Ich will unbedingt mal einen Kaiserschmarrn hier essen. Ja, unbedingt. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es heute noch. Das Wetter ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Warm, da oben auf dem Berg, ja, mal gucken. Mal gucken, ob es noch so heiß ist oder wieder so heiß wird. Also morgen und übermorgen, an unserem letzten Tag quasi, wir fahren Samstag ganz, ganz früh wieder, aber am Freitag soll es richtig heiß werden. Da müssen wir auf jeden Fall an den See. Anders geht's gar nicht, da musst du dich abkühlen. So, wir sind jetzt wieder zu Hause in unserem Örtchen, haben den Einkauf weggebracht. Und laufen jetzt nochmal zu dem wunderschönen Spielplatz, wo wir gestern auch waren. Zur Möseralm fahren wir jetzt hoch. Denn wir haben jetzt noch zwei Stunden. Und dann fährt die letzte Bahn wieder runter. Genau. Also groß wandern tun wir heute mal nicht. Aber zum Spielplatz. Die Jungs wollen nochmal zum Spielplatz. Komm mit dir. Vorne laufen die anderen 4. Ist immer ganz cool, wir müssen nur den Berg hier hochlaufen. Was heißt nur? Aber dann können wir von hier aus zu der Möseralm starten. Freust dich, Maddie? Spielplatz? Ja. Ach ja, und wir haben seit gestern von Mama so coole Bänder gekriegt. Da müssen wir jetzt nicht mehr diese Karten auspacken, sondern können sie einfach nur so dran halten. Ach, ich bin außer Atem. Kannst du noch, Maddie? Du kannst noch. Nein, genau, Lisa. Man kann nämlich, wenn wir jetzt hier wieder zurücklaufen, nicht mit der Sunline, nicht mit der Waldbahn runterfahren, sondern mit der Sunline. Und dann sind wir in der Faust. Ja, aber war das da, wo dieses Geschäft ist? In der Faust, ja. So, wir laufen jetzt noch weiter zur nächsten Bahn, denn wir haben uns ja heute noch nicht wirklich bewegt, würde ich sagen. Vielleicht haben wir es geschafft, noch ein bisschen. Hast du wieder eine Hand? Bonbonpapier, da ist der schnell rein und hat es rausgeholt. Ja, sehr sauber hier alles. Ja. So, Maddie möchte Apfel. Wer hat den Apfel? Ich glaube, du, Noxi, hast den Apfel. Ich nicht. Ich eigentlich nicht. Oh je, Papa traut sich was. Guck mal, ich lach mich kaputt. Ich lach mich kaputt. Oh, das war knapp. Das war knapp. Renn mal durch, Maddie. Juhu! Nochmal! Und zurück! Marlon, du, Lennox! Ich muss ohne das machen. Niemands Gesicht.
Ich weiß, es aussieht, ne? Das sieht cool aus, ja. Tolle! Ja, kann man so abschneiden. Ja, geil. Wenn man das so macht, dann schneidet das ab. Das ist cool. Guck jetzt, 1, 2, 3. Cool. Einfach schaukeln, Nelly. So, wir sind jetzt angekommen. Wir sind noch mit Bus und Bahn gefahren und waren noch ein bisschen schnüstern in den Geschäften und sind jetzt an unserer Ferienwohnung angekommen. Wir werden jetzt nochmal alle mal duschen gehen und uns ein leckeres Abendessen zu Hause wieder machen. Wir waren ja vorhin einkaufen und haben ganz viele leckere Sachen gekauft. Und genau, da machen wir uns noch ein leckeres Abendbrot. Und dann haben wir noch zwei volle Tage, die wir heute Abend uns planen werden, was wir alles Schönes noch machen wollen. Da nehme ich euch natürlich auch noch mit. Ich habe bisher wirklich jeden Tag gefilmt. Auch für uns selber. Deswegen freue ich mich. Ja, unser Abendbrot zeige ich euch noch. Wir haben schon ganz, ganz spät. Ich habe mich ganz vergessen zu verabschieden. Das mache ich hiermit auf jeden Fall noch. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann. Tschüss.